Schönen guten Morgen, hallo. Schön mal wieder in Brüssel zu sein. Deutschland steht zwar momentan im Feuer des Bundestagswahlkampfes, aber die Europäische Union kann sich darauf verlassen, dass diese Bundesregierung ihren Beitrag dazu leisten wird, dass Europa stärker wird, dass wir auch in den schwierigen Dossiers, die auf dem Tisch liegen, vorankommt. Und deswegen freue ich mich, dass ich auch heute persönlich hier am Rat der Europaministerinnen und Europaminister teilnehmen kann. Wir unterstützen natürlich mit Hochdruck und mit großem Engagement die slowenische Präsidentschaft. Wir sind ja ein Team, gemeinsam mit den Portugiesinnen und Portugiesen. Wir haben das bislang auch ganz gut gemanagt in schwieriger Zeit. Umso erfreulicher, dass wir auch wieder persönlich zusammenkommen können. Ein Thema wird uns heute in ganz besonderer Weise beschäftigen. Das ist nämlich die Pandemie. Wir können als Europäerinnen und Europäer stolz sagen, wir haben eine Menge erreicht. Wir haben eine relativ hohe Impfquote, aber auch innerhalb der Europäischen Union mit doch großen regionalen Unterschieden. Deshalb rate ich dazu, dass wir uns noch intensiver darüber austauschen, wie wir Menschen ermutigen können, sich impfen zu lassen. Denn in vielen Staaten wird die Debatte sehr stark geprägt von Ängsten, aber auch von Verschwörungstheorien. Und wir dürfen Verschwörungstheoretikern nicht den Schutz der Bevölkerung überlassen. Wir haben gemeinsame Erfahrungen gemacht, gute wie weniger gut, und die müssen wir austauschen. Genauso ist es ein großer Meilenstein gewesen, dass wir uns solidarisch entschlossen haben, die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie abzufedern mit Next Generation EU. Das ist ein klares Signal, dass wir diese Pandemie nur in internationaler, vor allem aber auch in europäischer Solidarität abmildern können und bekämpfen können. Und die große Frage bleibt natürlich, wie können wir weltweit einen Beitrag dazu leisten, dass alle Menschen so schnell wie irgend möglich geimpft werden. Und dabei setzen wir natürlich auf multilaterale Zusammenarbeit. Wir sind bereit, auch die Impfstoffe zu teilen, aber auch mit entsprechenden Informationskampagnen dazu beizutragen, dass auch andernorts Menschen schnellstmöglich geimpft werden. Denn die Vorbehalte, die wir in Teilen der Europäischen Union erleben, haben wir natürlich auch in anderen Staaten der Welt. Aber wir können diese globale Pandemie auch angesichts der Delta-Variante oder anderer Mutationen nur nachhaltig bekämpfen, wenn es uns gelingt, wirklich zu globaler Teamarbeit zu kommen. Und da steht die Europäische Union in ganz besonderer Verantwortung, zumal wir 4 sehr erfolgreiche Impfstoffe haben, die bislang auch in der Europäischen Union zugelassen sind und sehr erfolgreich wirken. Ein weiteres Thema ist heute natürlich auch wieder die Zukunftskonferenz. Wir haben sehr viel Zeit gebraucht, um technische Fragen zu klären. Aber ich bin inzwischen froh, dass vor allem auch die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger angelaufen ist. Wir brauchen jetzt eine neue Dynamik. Wir müssen diesen Prozess sehr, sehr ernst nehmen. Wir sollten uns aber auch die Zeit nehmen, die wir brauchen, um wirklich auch zu guten Ergebnissen zu kommen. Dabei ist es wichtig, zuzuhören. Dabei ist es aber auch genauso wichtig, ein ernsthaftes Interesse erkennbar werden zu lassen, dass wir Europa voranbringen wollen, und zwar gemeinsam. Und dabei spielt die Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung eine ganz zentrale Rolle. Und dabei müssen auch die Institutionen der Europäischen Union, Parlament, Rat und Kommission, so gut es irgend geht, zusammenarbeiten. Ja, und dann bleibt noch der Brexit, ein Thema, von dem ich eigentlich gehofft habe, dass es irgendwann mal von der Tagesordnung verschwindet. Hier nur ganz kurz, für uns bleibt nach wie vor das Nordirland-Protokoll essentiell. Nicht, weil wir dogmatisch an die Verhandlungen herangehen. Wir unterstützen die Europäische Kommission dabei, pragmatische, gute Lösungen zu finden. Aber noch einmal, das Nordirland-Protokoll ist der Garant des Karfreitagsabkommens, also für Frieden und Sicherheit auf der Insel. Und zum anderen geht es natürlich auch um die Integrität des Binnenmarktes. Und die Integrität des Binnenmarktes darf von niemandem angezweifelt werden. Da gibt es dann doch recht starke Worte, die auch aus Europa gekommen sind.
Ich habe natürlich großes Verständnis für die Enttäuschung unserer französischen Partnerinnen und Partner. Und wir stehen hier auch in einem engen Austausch. Es ist abermals ein Weckruf für uns alle in der Europäischen Union, uns zu fragen, wie können wir unsere Souveränität stärken? Wie können wir selbst in außen- und sicherheitspolitisch relevanten Fragen geschlossen auftreten? Und wie können wir auch unser ökonomisches Gewicht, unser politisches Gewicht so in die Waagschale legen, dass wir zu Sicherheit, zu Multilateralismus beitragen können und damit unsere Werte auch entsprechend fest auf der globalen Ebene verankert werden. Ich bin deshalb auch froh, dass die Europäische Kommission und der Europäische Auswärtige Dienst zum indopazifischen Raum eine entsprechende Strategie vorgelegt haben. Die müssen wir nun mit Leben füllen. Es zeigt sich immer wieder, dass geschlossenes Auftreten der Europäischen Union von herausragender Bedeutung ist. Wir können uns nicht ausschließlich auf andere verlassen, sondern wir müssen kooperieren und wir müssen unsere unterschiedlichen Auffassungen, die es natürlich auch in diesen Fragen in der Europäischen Union bisweilen gibt, überwinden und mit einer Stimme sprechen. Natürlich ist das eine ganz schwierige Situation für Frankreich. Und deswegen sollten Sie sich auch darauf verlassen können, dass wir dazu beitragen, dass wir hier eine vernünftige Lösung finden. Wir müssen alle an einen Tisch. Hier muss man auch verloren gegangenes Vertrauen wieder zurückgewinnen. Und das wird natürlich nicht einfach sein. Aber dabei wollen wir natürlich einen konstruktiven Beitrag leisten. Ich habe ja schon deutlich zu machen versucht, dass ich die Enttäuschung Frankreichs sehr gut verstehe und dass es umso wichtiger ist, dass wir uns auch in der Europäischen Union als Partnerinnen und Partner fragen, wie können wir in diesen strategischen Fragen möglichst eng zusammenbleiben. Und die Bundesregierung selber hat eine Strategie zum indopazifischen Raum vorgelegt. Wir beteiligen uns jetzt auch intensiv an den Debatten zu den Vorschlägen der EU-Kommission. Das ist genau das Richtige. Und hier müssen wir als Europäische Union beieinander bleiben. Das war überfällig. Ich finde es sehr nachvollziehbar, das Prinzip der Reziprozität walten zu lassen. Und so wie wir als Europäische Union unsere Gemeinschaft geöffnet haben für Bürgerinnen und Bürger aus den Vereinigten Staaten von Amerika, so war es überfällig, dass auch die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Grenzen öffnen für Bürgerinnen und Bürger aus der Europäischen Union. Zumal wir in der Impfstrategie ja inzwischen nicht nur aufgeschlossen haben mit den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern in weiten Teilen deutlich besser sind als die USA. Also noch einmal, Reziprozität sollte unter Freunden und Partnern eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Umso mehr freue ich mich, dass das jetzt endlich auch bei der Aufhebung des Travel Bans möglich wird. Darf ich noch ganz kurz zu Corona fragen? Das passt ja wunderbar dazu. Sie haben selber gesagt, Verschwörungstheoretiker, darf man nicht das Parkett überlassen. Ja. Wie stellen Sie sich das denn in der Europäischen Union vor? Da gibt es ja tatsächlich ganz große Unterschiede, also Österreich zum Beispiel. Wichtig ist, dass wir uns in den Erfahrungen austauschen. Wir haben ja überwiegend keine Verpflichtung. Das heißt, es ist nach wie vor freiwillig, sich impfen zu lassen. Das darf aber nicht damit einhergehen, dass wir die Bürgerinnen und Bürger damit allein lassen. Es gibt einen Teil der Bevölkerung, die können sich ja noch nicht impfen lassen. Auch da geht die EU teilweise sehr unterschiedlich um. Ich hoffe, dass es alsbald gelingt, auch einen Impfstoff für Kinder anzubieten. Wir sind in Deutschland auch endlich so weit, dass junge Erwachsene, Jugendliche sich impfen lassen können. Das ist natürlich vor allem auch wichtig für die weitere Öffnung der Schulen. Ein weiterer Punkt ist, dass es nach wie vor in bestimmten Teilen der Bevölkerung eine gewisse Zurückhaltung gibt. Und da würde ich schon gerne auch mich mit meinen EU-Partnern darüber austauschen. Was sind eure Erfahrungen? Was waren eure Argumente? Wir haben ja sehr niedrigschwellige Angebote auch zum Impfen inzwischen unterbreitet, überall in der Europäischen Union. Aber es scheint auch gesellschaftliche Kreise zu geben, die, vor allem auch nationalistische und populistische, die das Impfen auch instrumentalisieren, um
Ängste zu schüren. Und noch einmal, die größte Gefahr geht davon aus, wenn wir uns nicht impfen lassen. Der beste Schutz für einen selbst, aber auch für die Familie, für die Arbeitskollegen, für die Vereinsangehörigen, für die Nachbarschaft ist es, sich selber zu impfen. Das ist der beste Schutz. Wir müssen lernen, mit der Pandemie zu leben, aber wir müssen lernen, verantwortungsbewusst mit der Pandemie zu leben. Und das heißt, impfen, 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 das muss weiterhin unsere wichtigste Strategie sein, um so viele Menschen wie irgend möglich zu erreichen. Wir haben nicht gesagt nein, sondern wir haben gesagt, wir wollen alles tun, was dazu beiträgt, dass die Impfstoffe auch wirklich dahin kommen, wo sie gebraucht werden. Gerade auch die Erfahrungen in meinem eigenen Land haben gezeigt, dass alleine Patente oder die Öffnung keine Probleme löst. Es ist ausgesprochen schwierig, die Impfstoffproduktion überall weltweit zu ermöglichen. Wir stellen eben nicht Kaugummi oder ein Waschmittel her, sondern einen hochkomplexen Impfstoff. Und dafür müssen wir die Voraussetzungen erfüllen, durch eine enge Zusammenarbeit. Und noch einmal, wir stehen in der Verantwortung, dass überall in der Welt so schnell wie irgend möglich Menschen geimpft werden können. Deswegen müssen wir unsere Impfstoffe teilen. Wir müssen dazu beitragen, dass überall weltweit Impfstoffproduktionen auch schnellstmöglich hochgefahren werden. Da haben wir unsere eigenen Erfahrungen gemacht. Aber allein in meinem eigenen Heimatland hat es teilweise viele Monate gebraucht, um eine neue Impfstoffproduktion hochzufahren. Das zeigt, wie kompliziert das ist und dass uns alleine die Diskussion um die Freigabe von Patenten da kurzfristig nicht weiterhilft. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles Gute.